Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Sonntagsinspiration. Bevor ich jetzt tiefer einsteige in das heutige Thema, möchte ich nochmal mich herzlichst bedanken bei allen, die sich bei mir gemeldet haben, die sich zurückgemeldet haben, die einen Kommentar hinterlassen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Und ich möchte dich auch dazu inspirieren und einladen, falls dir die Videos gefallen, leite sie doch weiter an deine Freunde oder an die Menschen, wo du denkst, denen könnte das eine Stütze, eine Hilfe sein. Und was mich auch natürlich sehr, sehr freuen würde, ist, wenn du mir einen Like hinterlassen würdest, weil dadurch hilfst du mir, dass ich dann auch öfters gesehen werde in YouTube. Ja, als nächstes möchte ich mich entschuldigen, dass ich letzte Woche nicht hier zu sehen war mit meiner Sonntagsinspiration. Ich hatte schon alles vorbereitet, aber irgendwie kam es nicht zustande. Ich habe ja einfach Zeit für mich gebraucht an dem Sonntag und es tut mir sehr leid, falls ihr auf die Inspiration gewartet habt. Mir war es an dem letzten Sonntag nicht möglich, hier live zu erscheinen oder vielmehr in der Aufzeichnung. Ich mache das zwar live, aber ihr seht ja immer nur die Aufzeichnung. Ja, Bezug nehmen darauf, würde es mich einfach mal grundsätzlich interessieren, wie geht es euch? Also wie geht es euch in dieser extremen Zeit, in der wir sind, in der Zeit des Wandels? Könnt ihr gut in eurer Mitte bleiben? Was sind wirklich so eure Herausforderungen momentan? Ja, das würde mich wirklich sehr interessieren. Und wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um, die ihr habt? Gell? Habt ihr Tools, die euch nützen, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Gerne hier unten drunter im Kommentar hinterlassen, sodass wir wirklich so ein bisschen in Interaktion kommen. Ja, jetzt zum heutigen Thema. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, warum können wir eigentlich diese Verbindung zueinander nicht wahrnehmen? Da gibt es natürlich viele, viele Gründe, die würden jetzt auch den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Aber vielleicht kann ich so den einen oder anderen Aspekt so ein bisschen verdeutlichen, dass du oder ihr euch mal ein bisschen Gedanken drüber machen könnt, warum ist es so, wie es ist? Ja? Weil ich ja immer sage, das, was wir jetzt im Außen sehen, ist eine Manifestation unserer aller. Und ich möchte es noch mal ein bisschen vertiefen, warum das so ist. Und zum Schluss, das möchte ich auch noch sagen, weil viele schalten vielleicht frühzeitig ab, zum Schluss werde ich noch eine kleine Meditation mit euch machen, zu Ehren der Mutter, weil heute ist Muttertag, also allen, die hier zuschauen, und Mutter sind, möchte ich nochmal alles, alles Gute zum Muttertag wünschen und euch die Gelegenheit aber auch zum Schluss geben, eure Mutter ein bisschen zu ehren, einfach mal ein bisschen zu reflektieren, wie geht es euch mit eurer Mutter? Und dazu hatte ich mir eine kleine Meditation überlegt, die ich dann am Schluss mit euch machen möchte. Nun aber wirklich zu dem Thema von heute. Also warum nehmen wir diese Verbindungen nicht wahr? Also ein Aspekt, warum wir die Verbindungen nicht wahrnehmen, ist, dass in unserer westlichen Gesellschaft unser Großhirn, vor allen Dingen der Verstand, sehr gefördert wurde und dadurch wir keinen Zugang mehr zum Kleinhirn haben, zu unserer Intuition. Und dadurch fühlen wir auch nicht mehr so. Wir sind sehr, sehr schnell im Verstand. Also ich habe ja auch viele Klienten, die immer wieder auch sagen, ja, was meinst du damit? Geh in die Angst, fühl sie und so, weil sie sofort im Verstand sind und erklären mir ihre Angst, aber sie fühlen sie nicht. Und das fällt uns sehr, sehr schwer und das hat wirklich auch damit zu tun, dass wir keinen Zugang mehr zu unserer Intuition haben. Und es ist so wichtig, dass wir wieder diesen Zugang bekommen, damit wir ganz klar auch erkennen können, hier droht Gefahr, hier stimmt was nicht, dass wir nicht eins zu eins wirklich das übernehmen, was uns so gesagt wird. Auch das, was ich dir jetzt gerade hier erzähle, nicht einfach so übernehmen, sondern überprüf, lerne mit deiner Intuition zu überprüfen, ob das für dich so stimmt.
Und das ist eine Übungssache. Das ist genauso, wie du im Sport den Muskel übst, so üben wir auch wieder Zugang zu unserer Intuition zu bekommen. Dazu ist die Zirbeldrüse wichtig, dass wir die aktivieren. Deswegen sage ich auch immer wieder, geh viel in die Natur. Die Natur hilft dir, wieder in die Mitte zu kommen, deine Zirbeldrüse zu aktivieren. So, das ist das eine. Da möchte ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ich möchte auch ein bisschen darauf eingehen, warum das so auch gekommen ist. Und ich denke mal, wir verstecken vieles unter dem Wort Fortschritt, Globalisierung, Fortschritt, das ist halt so. Und so ist es natürlich auch, dass wir von frühester Kindheit uns sehr schnell daran gewöhnen, auf eigenen Beinen zu stehen. Das Kind ist kaum ein Jahr alt, dann kommt es in die Kita. Und also es wird sehr schnell von der Mutter getrennt, von dieser wirklich, ich sage immer, basischen, also dieser Grundverbindung, die wir brauchen, um wirklich gesund zu gedeihen, um Vertrauen in das Leben zu bekommen, um Vertrauen in uns zu bekommen, in unsere Intuition, dass wir unserer Quelle folgen können, wird sehr schnell entrissen. Also wir werden sehr schnell den Eltern entrissen sozusagen. Und wir kommen in die Kita und wir Eltern fühlen uns gut dabei, weil wir denken, und wir wollen ja unser Kind fördern. Wieder mal der Verstand. Das Kind soll gefördert werden, also es kann besser in der Kita gefördert werden. Und ich möchte mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, das ist gut oder schlecht. Ich möchte es einfach mal so in den Raum stellen. Es wird sehr schnell von der Mutter getrennt. Und wir sagen ja dazu. Es wird natürlich auch von der Politik und von den Medien wird es gesteuert. Also du darfst nie vergessen, alles wird von Medien, Politik, Werbung gesteuert, wo es hin soll gehen. Und wir denken dann immer, ja, das ist so, das ist unser Fortschritt. Ich stelle das nur in Frage. Ich sage, ist es wirklich so? In was entwickeln wir uns denn? Schau dir an, wo wir heute stehen. Wie viele Menschen können keine Beziehungen eingehen? Wie viele Menschen sind süchtig? Wir sind momentan in einer großen Spaltung der Gesellschaft. All diese Dinge haben, also unser Werdegang hat dazu geführt, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und das gilt es wirklich zu hinterfragen. Weil, wie gesagt, die Medien, Politik und Werbung zeigt uns, was wir wollen, was wir denken, was wir wollen, was wir brauchen. Es hat das Konsumverhalten gefördert. Wir haben alle gedacht, ja, das brauchen wir. Also ich schließe mich da nicht aus. Und wir haben das einfach nicht wahrgenommen. Wir sind einfach mitgelaufen, weil wir nicht so den Zugang zu unserer Intuition hatten. Ich habe ja schon mal gesagt, von frühester Kindheit gelernt, wir machen das, was die Eltern sagen. Wir machen das, was die Kita sagt, der Kindergarten sagt. Wir machen das, was die Schule sagt und später im Studium. Wir machen das, wir übernehmen das einfach. Also sind wir so konditioniert, einfach das zu übernehmen, was man uns sagt, ohne es zu hinterfragen. Und meiner Meinung nach ist es wirklich sehr gefährlich, weil es hat uns dahin geführt, wo wir jetzt heute stehen. Und früher war es so, früher waren wir in Großfamilien. Und die Familie hat uns Kraft gegeben. Wo siehst du heute noch Großfamilien, also wo mehrere Generationen zusammenleben? In der Stadt siehst du das nicht mehr. Auf dem Land siehst du das vielleicht noch. Da wird noch sehr viel Tradition gelebt. Und ich sehe das auch in meinem Familienumfeld, also zum Beispiel mein Onkel mit meinen Cousinen sozusagen, das sind vier Kinder gewesen, die haben eine sehr starke Familienverbindung. Sie leben auf dem Land und sie haben wirklich ein Konstrukt geschaffen, ein gutes Konstrukt geschaffen, das die Familie sehr, sehr stark zusammenhält. Und das war immer so. Die Familie hat uns geholfen, dass wir zusammenbleiben. Da gibt es keine Sucht oder sowas. Und das gibt es einfach mal zu hinterfragen. In der Stadt oder so. Wir stecken die Alten sehr schnell weg, ins Altersheim oder so. Wir brauchen sie nicht mehr. Und all diese Dinge, die werden jetzt hochgespült, werden jetzt so sichtbar.
Und es ist nicht so, das, was wir heute sehen, was nicht gut funktioniert, es ist nicht so, dass das jetzt plötzlich da ist, sondern es wird jetzt sichtbar. Das ist das, was ich letzte Woche meinte mit dem das Dunkle, der Schatten. Wenn das Licht drauf fällt, wird es sichtbar. So wie ich das Beispiel genannt habe, in dem Zimmer, wenn du das Licht anmachst, siehst du, wo der Dreck noch ist. Gell? Und so wird jetzt alles mehr und mehr sichtbar, was nicht optimal in unserer Gesellschaft läuft. Und das gilt wirklich, das zu hinterfragen. Es ist ganz wichtig, dass wir das hinterfragen müssen. Ist das wirklich so gut unter dem Deckmäntelchen Fortschritt? Das ist so. Mein Gott, die Entwicklung ist so. Dem haben wir uns zu stellen. Ja, wir haben uns dem zu stellen. Aber die Frage ist, haben wir uns dem zu stellen, wie es uns erzählt wird, dass das so ist? Oder sind wir jetzt gefordert als Menschen, selbst alles zu hinterfragen, selbst auf die Suche zu gehen, selbst Verantwortung zu übernehmen? Da kommt wieder dieses Verantwortung, übernimm Verantwortung für dein Leben. Glaub nicht alles, was man dir sagt. Das ist ganz wichtig. Glaub nicht alles, was man dir sagt. Lerne auf deine Intuition zu vertrauen. Und es hat natürlich jetzt dazu geführt, durch diesen ganzen vermeintlichen Fortschritt, dass sehr viel Wut, Aggression und alles in dem Menschen gespeichert ist, weil die Verbindung nicht da ist, weil das Vertrauen nicht da ist. Was du normalerweise früh in der Kindheit, wenn du lange bei deiner Mutter bist und dich natürlich lösen kannst, so wie das in der Tierwelt ist, dich natürlich löst von deinen Eltern, dass du dann Vertrauen in dich gewinnst. Und das wird ja schon früh unterbrochen. Und es ist wirklich wichtig, dass du dir einfach das mal anschaust. Und in erster Linie ist es wichtig, dass wir uns die Beziehung zu den Eltern anschauen. Weil die Beziehung zu den Eltern ist die wichtigste Beziehung, die wir, oder die erste Beziehung, die wir eingegangen sind. Und alles, was du mit deinen Eltern erlebt hast, im Guten wie im Bösen sozusagen, spiegelt sich in deinen Beziehungen später in deinem Leben. Ob das jetzt im Arbeitsfeld, Umfeld ist, ob das in deinem Partnerschaft ist, ob das mit deinen Kindern ist. Du gibst eins zu eins das weiter, ob du das möchtest oder nicht, das, was du in deinem Elternhaus erlebt hast. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Wurzeln anschauen. Also die Wurzeln, aus denen wir gedeihen. Sind diese Wurzeln gut? War die Beziehung zu den Eltern gut? Oder ist sie gut? Das, was Wunderschönes gedeihen kann? Oder sind die Wurzeln nicht so optimal, sodass du dich gar nicht entfalten kannst in deinem Selbst, das, was du bist? Vor allen Dingen tragen wir oft die Schmerzen der Mutter in uns, die Glaubenssätze, die Ängste der Mutter in uns, weil wir sind schließlich in Mutterleib groß geworden. Und wir denken oft, das sind unsere eigenen. Aber vielleicht sind es gar nicht unsere eigenen. Vielleicht sind es die Ängste der Mutter. Wir kriegen auch die Gefühle des Vaters mit im Mutterleib. Auch wenn der Vater vielleicht am anderen Ende der Welt lebt. Entfernung ist kein Thema. Wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir diese Verbindung nicht wahrnehmen können. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir uns die Beziehungen anschauen, weil das Leben ist Beziehung. Wie Bhagavan immer so schön sagte, das Leben ist Beziehung. Nimm alle Beziehungen weg, wer bist du dann noch? Du bist ein Nichts. Du beziehst dich ständig auf irgendwas. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich die Wurzeln anzuschauen. Und deswegen möchte ich dich da nochmal einladen, wenn du da Werkzeuge brauchst, um dir die Beziehung anzuschauen, dann möchte ich dich dazu einladen, dass du dir vor allen Dingen vielleicht das Online-Programm von mir dir anschaust, magische Beziehungen, das ich aufgebaut habe auf 8 Module, also wie du magische Beziehungen in dein Leben ziehen kannst.
Und du kannst entweder das Programm, nur das Programm kaufen oder mit 8 Coachingstunden. Das überlasse ich dir, aber schau dir es an. Wenn du da noch Unterstützung oder Hilfe brauchst, bin ich gerne bereit, dir zu helfen, wie du wirklich gute Beziehungen in deinem Leben aufbauen kannst. Weil alles, was dir passiert im Außen, ist eine Reflexion deines Inneren. Vergiss das nicht. Ja, also nutze diese Zeit jetzt auch, wirklich immer wieder nach innen zu gehen. Also ich weiß, es ist wie ein Mantra, was ich dir immer wieder sage. Schau dir deine Ängste an, schau dir an, wie du wieder in deine Kraft kommst. Guck, mit wem du dich verbinden kannst, weil es wird jetzt immer wichtiger, in dieser Zeit Gleichgesinnte zu finden. Was kannst du Neues kreieren? Was kannst du wirklich Neues kreieren? Wie würdest du gerne die Welt sehen? Du hast einen unglaublichen Einfluss darauf. Und ja, das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dich. Mehr möchte ich heute eigentlich zu dem Thema gar nicht sagen, aber ich möchte ja noch eine kleine Meditation mit dir machen. Und ich mache sogar ein bisschen Musik dazu. Dann so lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Und wir wollen jetzt einfach mal einen kleinen Moment unserer Mutter gönnen. Jetzt, heute am Muttertag. Schließ deine Augen und nimm einfach ein paar Atemzüge. Atme durch die Nase tief ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Und dann denk jetzt an deine Mutter. Auch wenn du eventuell nicht so positive Erfahrungen mit deiner Mutter gemacht haben solltest, denk einen Moment an deine Mutter und schau, ob es da schöne Momente gab mit deiner Mutter. Und denk an diese Momente. Und schau, was sie dir gegeben haben, diese schönen Momente. Hast du dich dadurch sicher gefühlt? Waren es Momente der Liebe? Des Verständnisses, des Mitgefühls. Und verbinde dich vom Herzen, von deinem Herzen aus. Mit dem Herzen deiner Mutter. Ob sie noch lebt oder nicht, das ist egal. Und sende ihr Liebe und Mitgefühl. Lass goldene Energie durch dich,
durch dein Herz in ihr Herz fließen. Und danke deiner Mutter für diese schönen Momente in deinem Leben mit ihr. Lass sie wahrhaftig spüren, dass du dankbar dafür bist, für diese Momente, die sie dir geschenkt hat. Und schau, ob du das wirklich spüren kannst. Und nimm einfach wahr, was da jetzt ist. Und schau dir vielleicht deine schmerzhaften Erinnerungen an, die vielleicht wie ein Muster immer wieder hochkommen, immer wieder sich zeigen. Schau dir diese schmerzhaften Erinnerungen an. Und schau, ob du erkennen kannst, dass auch deine Mutter gefangen war in ihren Emotionen, in ihren Ängsten, in ihrer Überforderung, dass sie gar nicht anders handeln konnte. Kannst du das sehen? Kannst du Mitgefühl für deine Mutter haben? Und anstatt sie zu verurteilen, kannst du ihr wünschen, dass sie von ihrem Leid, von ihren Schmerzen jetzt befreit wird? Kannst du vielleicht für sie beten und darum bitten, dass sie befreit wird von ihren Schmerzen? Und stell dir vor, wie deine Mutter in goldenem Licht gehüllt wird, eingehüllt wird. Und sieh, wie sie geheilt wird. Und dadurch automatisch du geheilt wirst von deinen Schmerzen.
Dann nimm deine Mutter, wenn es dir möglich ist, in den Arm. Wünsche ihr alles, alles Gute zum Muttertag. Danke ihr, dass sie deine Mutter ist, dass du durch sie lernen darfst. Dass du durch sie lernen darfst, mehr Selbstliebe zu bekommen. Dass du lernen darfst, dich selbst zu lieben. Umarme sie innerlich. Und vielleicht kannst du heute ein bisschen Zeit mit ihr verbringen, egal wo sie ist. Und wenn sie schon gestorben sein sollte, zünde vielleicht eine Kerze für sie an, denke an sie. Und lass dich auch von ihr segnen. Für dein Leben, für deinen Wohlstand, für deinen Erfolg in deinem Leben. Und dann nimm nochmal einen tiefen, tiefen Atemzug. Lächle innerlich. Und dann kannst du wieder deine Augen öffnen. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Muttertag, einen wunderschönen Tag mit deiner Mutter. Alles Liebe dir. Bis zum nächsten Sonntag. Namaste. Deine Conny. Bis dann. Ciao.